Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video gemeinsam mit Khan. Hallo! Wie geht's dir? Gut! Sehr schön. Boah, Käse! Khan, wir sind heute. Käse. Ja, also du willst hier, glaube ich, auch unbedingt raus, Khan. Es ist so, ich habe das Spiel letztens mit Easy Cheese gespielt und dachte, das ist so ein Fun-Game eigentlich. Das müssen wir unbedingt zusammenspielen. Und ich war mir auch gar nicht sicher, ob wir das schon mal zusammen gespielt haben. Nein, haben wir noch gar nicht gespielt. Okay, dann, komm mit, Khan. Nee, hier rein ist schon richtig. Hä, warte mal, aber ich muss hier klicken, um das zu öffnen. Also ja, kannst du. Du kannst auch da rein. Und was ist hier? Naja, da steht ja eigentlich, was du machen musst. Du musst einfach in diesem Labyrinth neuen Käsedinger finden. Was höre ich hier? Ah! Eine Riesendanja. Was? Eine Riesendanja. Eine Riesendanja, eine Maus. Ja, für mich ist das eine Ratte. Das ist eine Maus. Ja. Also die ist ziemlich aggressive, diese Maus. Ist das nur ein Labyrinth oder gibt es noch was anderes? Also du musst halt auch Schlüssel finden und so. Ist so ein bisschen Piggy-mäßig eigentlich, ne? Aber die Maus ist halt... Ah, okay, ich sehe es. Ja, ich sehe es. Was ist denn mit dieser Maus los? Warum ist sie so riesig und warum sind wir so klein? Warum ist hier überall Käse? Ja, die hat eine gute Zeit, die Maus. Ah, jetzt sammel doch den blöden Käse mal ein. Oh, ich hasse diese Maus wirklich. Sammeln wir den zusammen oder einzeln? Einzeln. Also ist das so eine Art Wettbewerb schon. Aber es gibt nur eine Maus. Es gibt nur eine Maus, ja. Es gibt nur eine Maus und diese Maus lässt uns nicht raus. Ich muss auch sagen, dass die irgendwie eine insane heftige Intelligenz eingepflanzt bekommen hat. Okay. Weil die einfach immer weiß, wo man lang geht. Und ich weiß nicht, warum. Und ich höre mich auch gerade schon selber gar nicht mehr, weil die Maus schon so laut ist hier. Wo haben... Ich habe einen Schlüssel gefunden. Wuhu! Okay, ich bin wieder in der sicheren Zone. Okay. Freut mich, Khan. Lass mich. Guck mal, die Maus sieht eigentlich gar nicht so gruselig aus. Ich meine, sieht halt fast so aus wie du. Findest du? Ja, schon so ein bisschen. Redet sie auch so wie ich? Ja, also sie ist auf jeden Fall keine Besserwisserin. Ah, ja, sie hat mich erwischt. Woher willst du das denn wissen, ob sie das ist? Ist ja gar noch nicht mit ihr geredet. Warte, muss ich jetzt wieder von vorne starten? Naja, du musst nicht alle Käsedinger wieder einsammeln. Die behältst du. Aber wenn du halt Schlüssel gefunden hast, musst du halt die Schlüssel nochmal einsammeln. Hallo, Maus. Na, sie ist hinter mir her. Ich glaube an dich, Khan. Ja, ich glaube auch an mich. Aber ich habe das Gefühl, ich bin immer an der gleichen Stelle gerade. Also ich bin hier schon durch die grüne Tür. Ich bin schon durch die grüne Tür. Hast du denn schon den grünen Schlüssel gefunden? Hast du denn schon den grünen Schlüssel gefunden? Na, habe ich nicht. Okay. Ich bin schon wieder in der gleichen Ecke. Was ist das denn, Mann? Ja, die ist unheimlich. Die ist unheimlich stressig, diese Maus. Die findet einen einfach immer. Ja, toll. Sie hat mich. Sie hat mich einge... Ja, sie hat mich. Toll. Sie hat mich schon wieder. Klasse. Super Spiel. Macht richtig viel Spaß. Nein. Oh, jetzt hat's mich hier... Macht richtig viel Spaß. Warte mal, ist das... Oh, warum hat's mich denn jetzt schon teleportiert, Mann? Warum wurde ich jetzt teleportiert, Mann? Ich bin Danja und ich kann das. Aber ganz ehrlich, also mittlerweile nervt es mich auch, wenn ich dich nachmache. Ja, das Problem ist... Jetzt muss ich da nochmal hin, ne? Ha! Warum bringst du die Maus hier hin? Nein, 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 nein. Oh mein Gott, huch. Aber eine Sache verstehe ich nicht. Diese Maus ist eigentlich Käse. Warum ist sie denn hinter uns her? Sie muss doch eigentlich zum Käse laufen. Lass mich in Ruhe, Maus. Ich schwöre, ich bin immer an der gleichen Stelle. Doch nicht. Ja, sieht aber auch alles irgendwie gleich aus. Okay, ich habe einen grünen Schlüssel und dieser grüne Schlüssel führt mich... Oh, happy day! Well done. Ich habe schon 5 von 9. Oh. Okay. Okay, grauer Schlüssel. Ich habe einen grünen Schlüssel und dieser grüne Schlüssel führt zur grünen Tür. Zu einem Portal? Oder gehen wir jetzt gemeinsam lang, Khan? Ja! Ja, was ist das? Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Du musst da so einen Code eingeben. Ja, wie heißt denn der Code? Der steht direkt neben der Tür, aber du musst sie von unten nach oben eingeben. Von unten nach oben. Warum bin ich so langsam? Kannst du mal ein bisschen schneller laufen? Du hast ein Ronaldo-Trikot, Mann. Du kannst hier, glaube ich, auch rauszoomen, falls du noch in First Person bist. Nein, kann ich nicht. Okay. Oh, wo muss ich denn hin? Ah, da. Ist das Käse? Sieht erst mal wie Käse aus und dann ist das so eine Lampe. Wenn du da vorne ankommst, greif dir zuerst den roten Schlüssel und dann den Käse. Weil man sonst rausteleportiert wird? Ich glaube, ja. Und dann kommst du durch diese weiße Tür. Okay. Hier sind so viele Lichter. Sieht aus, als wäre das wie bei Sims.
Jetzt hat hier jemand einfach random hier was hingeplaced. Hier ist auch eine... Hier ist ein Energy. Ich weiß gar nicht, ob du den trinken kannst. Gar nicht probiert, ehrlicherweise. Ja, kann ich aber. Der macht... Ja, toll. Super Sprung. Wo ist die rote Tür? Und? Jetzt muss ich die rote Tür finden dann, ja. Weißt du, wo die rote Tür ist? Du kannst erstmal... Bist du durch die weiße Tür gegangen? Durch dieses Teleport-Ding? Nein, ich wurde direkt, glaube ich, oder habe ich? Weiß ich nicht. Aber wurdest du direkt teleportiert? Okay, dann musst du da anyway nochmal rein. Ja, wegen diesem Brett wahrscheinlich. Nee, einfach, also ja, aber das ist später eher, weil du da nochmal Käse findest da drin. Okay. Ah. Von welcher Seite kommt sie denn jetzt aber? Sichere Zone! Alter, diese Maus, ne, das ist wirklich... Hast du das denn schon durchgespielt? Ja, ich hab das und das zweite Kapitel schon mit Easy gespielt. Ach so, und ich bin jetzt so der Doofe, der jetzt das nochmal machen muss mit dir. Weiß ich jetzt Bescheid, dass du die Spiele ab sofort mit Easy als erstes spielst? Weiß ich Bescheid, verletz mich nur ein bisschen. Ich hab das Spiel schon vor ein ganz paar Jahren schon mal gespielt, aber ich hab's nicht durchgespielt. Ja, ja, ist okay dann, ja, ist okay. Ich weiß schon, worauf das... Ich hab schon verstanden. Warum habe ich alle Schlüssel jetzt wieder verloren? Was ist ja, das weil denn? Weil dich die Maus erwischt hat wahrscheinlich. Ja, das ist ja blöd. So ist das leider. Das ist echt blöd. Du darfst dich von ihr auf keinen Fall bekommen lassen. Die ist böse. Ach so, ja, danke für die Info. Hallöchen, ich bin gerade direkt hinter dir. Hallo. Wo? Aus irgendeinem Grund frisst diese Maus auch nicht Käse, sondern einfach Schlüssel. Was will die denn jetzt von mir, Mann? Lass mich doch... Dann ja, Vorsicht. Sie kommt. Hallo? Ich weiß so langsam halt auch nicht mehr, ne? Ja, ich habe auch überhaupt keine Orientierung in diesem Labyrinth. Kann ich dir das mal kurz ganz offen und ehrlich sagen? Ja, danke. Das kannst du mir offen und ehrlich sagen. Ich habe nämlich auch keine. Keine Ahnung, wo ich lang muss, wo ich bin. Oh, jetzt kommt das selbst schon wieder, die Maus. Ja, kommt sie. Mann... Wo weiß sie denn ständig, wo wir sind? Ja, ich sag's doch, die ist... Die ist am Campen! Die ist vor allem auch nervig. Die ist wirklich nervig. Ich weiß auch nicht, so langsam habe ich das Gefühl, ich muss mich mal erwischen lassen von der oder so. Ey, was soll das denn, Mann? Oh, lass mich doch in Ruhe, ey. Ja, jetzt ist hier wieder ein Tisch, wo gar nichts ist. Okay, ich bin jetzt mal hier bei der Safe Zone wieder, aber eigentlich... will ich ja nur die rote Tür finden. Oh, ich habe die rote Tür gefunden. Okay, rote Tür, Brett. Blauer Schlüssel, grauer Schlüssel, grüne Tür. Okay, ich habe das Brett. Ich habe das Brett. Ich habe das Brett und niemand kann mich aufhalten. Jetzt muss ich hier nochmal durch oder was? Achso, jetzt bin ich hier aber nicht in... Achso, guck, jetzt bin ich wieder hier. Ich habe den roten Schlüssel. Okay, doch, die Maus kann mich aufhalten. Soll ich dann durch die Tür dann ja mit dem roten Schlüssel? Ist hier nochmal Käse? Ist hier nochmal Käse in diesem grünen Raum? Naja, hast du den eingesammelt? Ja. Also den, der quasi bei diesem Labyrinth, nicht Labyrinth, sondern diese kleine Mini Jump'n'Run Obi-Dingsbum? Nein, keine Obi. Also es ist so ein extra Raum. Ja, da war ich jetzt noch nicht. Oder ist das hier, was ist denn hier mit der Leiter? Was hat es damit auf sich in diesem Raum? Nee, da geht, glaube ich, tatsächlich gar nichts hin. Ja. Ist eine Falle. Okay, ich gehe jetzt mal durch die Tür. Brauche ich diese Musikbox eigentlich? Nee. Kann ich auch nicht mitnehmen. So, dann gehe ich mal hier durch. Ah, okay, ja. Ah, ich hasse diese Maus, wirklich. Ich hasse sie. With a passion hasse ich dieses Vieh. Kann die nicht mal irgendwo hingehen und die blöde Labyrinth wegfressen? Das ist so stressig. Und wie komme ich jetzt hier durch wieder dann, ja? Bei dieser Obi? Muss ich nicht hier durch? Bist du gerade hier? Ach so, hello. Nein, nein, hier wieder durch. Einfach durch die Tür, ja. Genau. So, warte mal kurz. Ich weiß nein, nicht. Nein, siehst du jetzt da auch das Brett? Okay, schade. Ich hatte aber das Brett schon, aber da muss ich dann nochmal. Das Brett ist bei der roten Tür. Ja, muss ich nur nochmal die rote Tür finden. Und natürlich ist die Maus wieder da. Sie ist da. Und sie holt dich! Oh, das war knapp. Das war ziemlich knapp, Leute. Wow. Oh, jetzt wäre ich hier fast runtergesprungen. Ich glaube, die Maus kommt hier. Okay. Jetzt muss ich wieder da hoch, glaube ich, um den blauen Schlüssel zu benutzen, ne? Ah, blöde Maus, Alter. So, ich muss jetzt nochmal durch grün, glaube ich, um dieses... Wie sehr freust du dich auf Part 2, Kahn? Ja. Warum lacht diese Maus auch einfach so? Warum ist die so? Hier gibt's nur den blauen Schlüssel. Hier gibt's, glaube ich, jetzt nur den blauen Schlüssel. Jetzt muss ich wieder zu dieser Leiter. Ich glaube, die Maus hat sich hier festgehangen bei mir.
Nein, sie ist hinter mir her! Ah, jetzt endlich. Gut, sehr schön, danke, Khan. Oh no, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot! Oh, doch nicht. Oh, das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Okay, kurz, kurz Safe Zone. Kurz Safe Zonen. Okay, hier war jetzt das. Ja, ich bin tot. Ich bin safe tot. Ich bin safe tot. Ich bin safe tot. Ich bin safe tot. Doch nicht. Okay. Muss ich hier nochmal durch? Bringt mir das was? Ich glaube nicht. Ich muss jetzt nochmal zu dieser Leiter, aber ich weiß nicht mehr, wo die... Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot, Mann! Kann ich mich reviven? Nur wenn du vorher so ein Ding gekauft hast. Oh, jetzt muss ich... Also, du kannst dich einmal wieder beleben mit so einem Käse-Ding. Ansonsten... Nein. Ansonsten hast du einfach Pech. Ja, jetzt darf ich wieder alles von vorne starten. Das freut mich natürlich richtig. Das dachte ich mir. Habe ich auch richtig viel Lust drauf gerade. Yep. Es ist fantastisch, oder? Dieses Spiel macht einen echt fertig. Jetzt hätte ich hier den blauen Schlüssel gehabt. Ach man, das ist so blöd. Darf ich hier nochmal durch? Ich will doch einfach nur, dass die Maus uns in Ruhe lässt. Kommt die jetzt hier hin? Alter, warum kommt die immer hier hin? Maus, ich habe keine Zeit für dich und deine Probleme. Ah, das Brett bleibt, das ist gut. Das Brett bleibt unberührt. Ey, wirklich, ich krieg einen Ausraster. Ich glaube, ich muss gleich nämlich nochmal auf diesen blöden Knopf drücken, weil ich da jetzt nicht lang konnte wegen dieser blöden Maus. Ich würde halt gerne, ich muss jetzt eigentlich wieder zur sicheren Zone, weil von da aus... Ah! Lass mich bloß in Ruhe. Tier, du kannst mir ja nicht. Okay, das war die sichere Zone, ne? So. Nein. Ich hab doch mein zusätzliches Leben gehabt. Wie kann das denn sein? War das nicht... Das war doch hier, Mann. Bin ich blöd? Ich schwöre, dieses Spiel ist... Aber wo war jetzt dieser... Ich muss zu dieser Leiter wieder. Und wo finde ich diese Leiter mal wieder? Ich weiß nicht, inwieweit ich das beruhigt kann, aber ich bin gerade gestorben. Ja, geht. Macht mir jetzt nicht so viel aus, um ehrlich zu sein. Freut dich nicht? Ja, weil ich an dieser einen Stelle einfach nicht weiterkomme. Das finde ich voll blöd, weil ich finde jetzt wieder diese eine Ecke nicht, wo die Leiter nach oben ist. Die ist relativ am Anfang. Ja, also, am Anfang links rein und dann nochmal links und dann nach hinten durchrennen. Irgendwie so. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wir können auch mal zusammen gehen, wenn du möchtest, Khan. Ja, wenn ich dich mal finden würde. Ich weiß nicht, wo du bist. Wo bist du gerade? Keine Ahnung. Irgendwo im Käselabyrinth. Auch wenn ich dir sagen würde, wo ich bin, würde dir das helfen? Also ich bin jetzt bei der Tür, wo sozusagen, wenn man alle Käsestücke hat, dass man dann durch kann. Ja, da bist du. Hier, komm. Können wir mal kurz hier rein? Ja, was wollen wir hier? Also ich nehme noch ein zweites Brett mit, weil ich irgendwie im Kopf habe, dass man noch mal eins brauchte irgendwo, aber... Außerdem kam gerade die Maus und wenn die Maus da ist, dann bin ich lieber immer gerne irgendwo eingesperrt. Okay. Jetzt geht die nicht mehr, ne? Ja, ich habe das Gefühl, weil wir beide hier sind, bleibt die jetzt auch hier. Ah, okay, die ist hier um die Ecke dann. Ja, alles gut, kannst raus. So, wo müssen wir jetzt hin? Ja, ich glaube, wir müssen jetzt beide halt diese Tür hier aufmachen. Vorsicht. Und zwar müssen wir dafür wieder diese Leiter hoch. Ja, und die finde ich halt nicht. Das ist verständlich. Von hier aus finde ich die nämlich auch immer nicht. Ja, ich war auch in der sicheren Zone. Ich dachte, weil, da hast du recht, der grüne Schlüssel ist ja auch da und den hat man relativ schnell relativ schnell gefunden. Ich glaube, wir laufen hier gerade richtig. Ja. Ja, hier um die Ecke jetzt. So, jetzt ist hier der blaue Raum. Genau, und da kann man dann diese Tür aktivieren. Richtig. Hier hinten. Käse nicht vergessen. So, und dann hat man 30 Sekunden. Welche Tür ist das denn? Ja, die, wo wir gerade standen. Also, wow, verdammelig. Hä? Ich hab doch den... Willst du mich veräppeln? Ich hatte doch den grünen Schlüssel. Du musst den ausgepackt haben. Hab den ich doch. Schlüssel auch. Och, ey, Daniel, ich habe ja schon wieder alle Schlüssel verloren. Ehrlich, ey. Obacht!
Hilfe, Hilfe. Diese Maus, ne? Ganz ehrlich. Diese Maus, ne? Ich will mal gucken, ob man schneller da ist und man hier durchgeht, weil wir haben nämlich theoretisch ab dem Drücken davon nur 30 Sekunden. Hier ist das, ja, ist schon vorbei. Wow. Hier müssen wir durch quasi. Müssen wir noch mal hoch. Wow, und ich habe die Schlüssel leider nicht. Weißt du was, ich warte jetzt hier auf dich. Mach du das. Oh, jetzt folgt mir dieses Tier schon wieder. Ich kann nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ganz ehrlich, Maus, such dir doch einfach mal ein anderes. Es wird auch immer lauter. Ich höre mich gar nicht mehr. Kann sich dieses blöde Tier nicht einfach mal ein Hobby suchen? So, okay, ich gehe jetzt hier nochmal hoch. Ich drücke jetzt nochmal den Knopf. Ich glaube, du kannst dann sogar da durchlaufen, wenn ich da drücke kann. Ja, ich guck mal. Ja, mach mal. Ich bin vor der Tür. Und gedrückt. Ja, kann ich. Okay, 9 von 9 habe ich. Freut mich. Komm, ich bin so oft an dieser Tür vorbeigelaufen. Ich wette, jetzt finde ich sie nicht. Welche Tür? Ja, da. Wo. Ach, die letzte? Ja, also die große Tür sozusagen. Okay, ich habe jetzt nur noch... Eine fehlt mir immer noch. Oh mein Gott, mir fehlt noch eins. Ich weiß gerade nicht, welches mir fehlt. Doch, ich habe sie gefunden. Ich habe es geschafft, Anja. Ich habe es geschafft. This is the end. Oh no. Wahrscheinlich nicht. Welches fehlt mir denn jetzt? Ja, Khan, du bist jetzt auf jeden Fall durch, ne? Ja, yeah, now you can escape. Ja, ich habe das Gefühl, es ist eine Falle. Jetzt frage ich mich gerade wirklich, welches Käsestück mir noch fehlt. Ach, das hier. Ich habe jetzt auch 9 von 9. Och, hier ist es. You opened a new chapter. So, wahrscheinlich können wir dann ein zweites Kapitel noch spielen, hä? Huh? Jawohl, es gibt 3 Kapitel, glaube ich. Okay. Wenn ich mich nicht irre. Okay. Ich würde nur gerne jetzt erstmal hier auch noch rauskommen. Mach das. Jetzt finde ich diese Tür auch nicht, ne? Das ist es auch echt einfach nicht. Das ist ein bisschen blöd. Boah, wo war denn jetzt die letzte Tür? Ich will doch nur raus. Du hast auch keine Ahnung, wo die letzte Tür war, Khan, oder? Auch wenn, ich wüsste jetzt nicht. Ah, ich hab sie, ich hab sie. Also bist du auch entkommen. Ich bin jetzt auch entkommen. Sehr gut, Anja. Man kann ja Kapitel 2 noch spielen. Ich sehe gerade, wir haben meine Facecam jetzt die letzten 5 Minuten nicht mehr gehabt. Aber Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob wir den zweiten Part auch noch spielen sollen. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als ciao. Kakao. Ciao. Hi, Maus. Ja, alles fit. Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video gemeinsam mit Khan. Wir entkommen heute aus dem Käsegefängnis, aber aus dem zweiten Kapitel. Bist du bereit, Khan? Eigentlich nicht, ja. Aber warum ist dieser, brauche ich diesen weißen Schlüssel hier? Yes. Einmal da durchgehen. Und dann bist du teleportiert. Okay, Chapter 2. Let's go. Okay, was müssen wir jetzt hier machen? Wieder Käse einsammeln? Wieder Käse einsammeln. Oh, es gibt sogar eine Intro-Sequenz. Okay, hat sich zumindest ein bisschen so gemütlich eingerichtet mit Pflanzen und so. Es gibt einen Orb. Voll. Man muss da auch einfach mal ein bisschen vorsorgen. Okay, Danja, was ist unsere Aufgabe heute hier? Wir müssen aus dem Käsegefängnis entkommen. Ist das diesmal ein Gefängnis? Warum ist diese ganze... Die Kamera ist voll komisch hier. Findest du? Wenn man so läuft, dann geht das immer so mit. So, Khan, es ist ähnlich wie vorher. Oh, das Labyrinth ist ein anderes... Aber es ist ja wieder ein Käselabyrinth. Natürlich ist es wieder ein Käselabyrinth, aber es sind andere... Oh, ich bin direkt schon gestorben. Es sind natürlich andere Rätsel. Und am Ende gibt es eine längere Endsequenz. Und wenn wir das geschafft haben, gibt es natürlich auch noch Kapitel 3. Ich war doch schon auf der Leiter. Okay, nicht schlimm. Ich hatte einfach nur ein bisschen... Ja, komm, verschwinde. Lass mich in Ruhe. Ha! So, es gibt hier jetzt... Der kann ja hier hin! Käse. Ja, es gibt 12 Käsedinger jetzt und am besten finden wir natürlich alle 12, aber ich kann dir jetzt schon sagen, ich finde das Level echt schwer. Ja, ich bin jetzt schon ein bisschen... Bist du schon überfordert? Bin ich tot? Boah, aber diese Maus ist auch einfach... Boah, Alter. Warum kennt die auch jeden blöden Schleichweg? Die weiß immer, wo es lang geht, wann, wo, wie, wohin sie muss. Okay, ich habe einen gelben Schlüssel gefunden. Wo ich jetzt hinlaufen muss. Was? Ich habe einen gelben Schlüssel gefunden. Den habe ich noch nicht. 4 Käse, 4-mal Käse. Ich habe auch einen roten Schlüssel gefunden. 5-mal Käse. Tschüss. So, und hier gibt es, glaube ich, jetzt auch nicht die Möglichkeit, sich wiederzubeleben.
wenn ich mich nicht irre. Ja. Ich glaube, hier geht 6 mal Käse! Käse. Ich habe 5. 5 mal Käse. Also du hast einen Käse mehr als ich. Wie kann das sein? Ich brauche jetzt auch mal diesen blöden gelben Schlüssel. Ja, da musst du dich in was fallen lassen irgendwo. Ah, hier ist der Ausgang. Ich verstehe. Ich verstehe, da ist der Ausgang. Ah, hier ging's hoch. Ja, genau, hier ging's hoch und dann muss man sich da... 7 mal Käse! Ja, und ich wurde gepackt. Toll. So, Schlüssel, Käse, weiter geht's. Oh, und hier kam nochmal so ein Jumpscare, natürlich. Ey, warum? Jetzt, ja toll, jetzt ist... Hm? Ist die Maus, kommt in diese Lobby da immer. Wie schafft die das denn? Ja, du musst das wieder zumachen. Da vorne, wenn du rausgehst, musst du es wieder zu... Also, es muss immer einer zumachen. Sonst ja, kann die schlecht. Da immer rein. Okay, ich muss hier durch, dann probiere ich mir wieder den... Gelben Schlüssel ab! Alter, wirklich. Es ist so, jedes Mal, wenn ich so kurz denke, ah, ist ja mal kurz ruhig, dann kommt die einfach angerannt. Okay. Ach, da hinten ist der grüne Schlüssel. Okay, ich verstehe. Ich so, jetzt muss ich wieder irgendwie da hoch... Ich kann das alles nicht mehr. Och, Mann, ey. Ich schwöre, ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ja, natürlich, komm. Ist okay. Pack mich. Ich habe das jetzt da vorne mal zugemacht, damit die da nicht rein kann. Ich weiß nicht, ob man die Maus da theoretisch auch einschließen könnte. Habe ich auch schon versucht, aber keine Ahnung. Warum verfolgt die Maus die ganze Zeit mich? Mich? Ey, Bruder! Ich war gerade tot, deshalb verfolgt die gerade dich. Die kennt wirklich jeden Schleichweg. Ja, die weiß halt auch, wo man hin muss, wenn man... Also die hat ja safe irgendwie dieses Labyrinth komplett einprogrammiert bekommen, aber das ist echt... Also die hätte man ein bisschen dümmer machen können. So ein kleines bisschen bescheuerter. Wer hätte dem Spiel keinen Abbruch getan. Okay, ich habe jetzt 8 von 12. Oh, ich habe auch die gelbe Tür gefunden, das ist gut. Ah, hier ist das Brett. Ich verstehe. Oh, lass mich in Ruhe. Jetzt müsste ich nochmal zu diesem Spot, wo man... Ich will doch nur... Ah, jetzt bin ich an einem roten Schlüssel vorbeigelaufen. Mann. Ah, Daniel. Vorsicht. Vorsicht. Oh, hab ich Angst bekommen, Mann. Ich will da wieder durch, weil ich will den roten Schlüssel sammeln. Warte, wo war das? Ich muss weggehen dafür. Ja, warte, ich komme wieder zurück. Ich brauche den roten Schlüssel auch nochmal. Okay, gut, ich hab's. War doch nicht so schlimm. Ja, wo war denn der Rotschlüssel jetzt? Jetzt kommt die ja hier um die Ecke, ne? Gelb, ich glaube, das ist halt auch das Ding, weil wir einfach nur zu zweit auf diesem Server sind. Warum spielen wir das denn nicht auf dem öffentlichen Server, Mann? Ja, ich dachte mir, so ist doch auch nicht schlecht. Oh, jetzt ist hier, die rote Tür und ich habe den roten Schlüssel nicht. Jetzt hat die mich schon wieder... Ich kann das nicht! Wir können hier Mama durch. Mia. Dann kann ich das Brett dahin packen. Dann schnappe ich mir mal kurz den grünen Schlüssel. So, habe ich. Bitte lass mich raus. Bitte lass mich raus, du Maus. Den roten Schlüssel. Der rote Schlüssel liegt irgendwo rum. Ja, ich weiß dann, ja. Das ist mir auch so, bewusst. Okay. Aber ja, ich weiß doch dadurch, dass hier alles gleich aussieht, ist es etwas schwierig. Ja, das ist leider wahr. Und das Problem ist halt auch, wenn man hier vielleicht in Ruhe langlaufen könnte und sich das alles ganz entspannt merken könnte, wäre das ja eine Sache. Oh. Aber so läuft das hier ja nicht. So, ich glaube, hier gab es irgendwie... Genau, hier gibt es den blauen Schlüssel. Und dann konnte man hier wieder durch. Ja. Wo ist denn jetzt der rote Schlüssel, Mann? Ah, da. Jetzt habe ich ihn. Aber jetzt muss ich den roten Raum nochmal finden. Den werde ich safe nicht finden, weil den habe ich die ganze Zeit nicht gesehen. Oh, ja, komm. Hat sie dich geholt, Kahn? Nein, aber sie ist wieder hinter mir her. Ich habe das Gefühl, sie verfolgt mich die ganze Zeit und nicht dich. Ja, ich war auch gerade weg, aber jetzt höre ich sie auch schon wieder.
Boah, das war sehr, sehr knapp. Ich war kurz quasi durch dieses Portal da durchgegangen, wie ist das Ananas, was man halt mal so macht. Aber jetzt brauche ich trotzdem... Kann die Maus mal dich verfolgen und nicht immer mich? Sagt es nicht. Ich habe das Gefühl, sie ist die ganze Zeit nur hinter mir her. Sagt es nicht. Ich schwör's dir, deine, die ist die ganze Zeit nur hinter mir her. Mhm. Die soll dich mal ein bisschen suchen. Yep. Bitte nicht. Ja, ich finde auch den roten Raum einfach nicht. An dem roten Raum bin ich jetzt schon zweimal vorbeigelatscht, aber... Ja, wo? Zeig mir. Ich finde den blöden Schlüssel nicht mehr. Da, ah, hier. Schlüssel. Okay, dann können wir jetzt beide zu dem roten Raum. Lass mal versuchen, ob wir hier langkommen. Kann die Maus auch dich ein bisschen verfolgen. Ey, Danja! Entscheid dich mal! Ja, ich weiß doch... Ah, Vorsicht! Boah, komm, ich lauf selber wieder. Ich habe keine Lust, mit dir zu laufen. Mann, ich weiß auch nicht mehr. Es ist voll schwer. Warum entscheidet sich die Maus hinter mir herzulaufen, nicht hinter dir? Das weiß ich nicht. Das war jetzt pures Glück für mich. Hilfe, wo ist dieser blöde rote Raum jetzt schon wieder hin? Ich bin zweimal dran vorbeigelaufen, aber sobald du den brauchst, findest du ihn nicht mehr. Da kannst du dich immer drauf verlassen. Ah! Du blöde Mann! Ich hab den einmal gesehen und seitdem gar nicht mehr. Das Gefühl, mich wird's auch... Hier ist wieder... Ja, Kahn, mach mal dein Ding. Ich wurde schon wieder gefasst. Nein! Bei mir gibt's eh gerade nichts zu holen. Jetzt finde ich natürlich diese Leiter. Du blöde Mäusekuh! Ey, dieses... Vorsicht! Ja, soll mal ein bisschen bei dir bleiben. Hello darkness, my old friend. Ich weiß, wie läuft's bei dir so? Ich hab keine Ahnung. Ich lauf an allem vorbei, nur nicht da, wo ich hin will. So, ich habe jetzt den blauen Schlüssel nochmal geholt. Jetzt hole ich den gelben nochmal. Ja, hier ist nochmal der rote Schlüssel. Dann brauche ich, glaube ich, nochmal ein Brettchen. Jetzt laufe ich fünfmal am roten Schlüssel vorbei. Ja, weil die auch immer da kommt, ne? Ich finde, bei dem roten Schlüssel bin ich noch nicht einmal irgendwie langgelaufen und dachte so, ach ja, entspannend irgendwie. Ey, so. Das ist echt ein Labyrinth, ne? Ja. Das ist wahr. Jetzt bin ich schon wieder an der gleichen Stelle, ich kriege hier noch die Krise. Klar, jetzt bin ich schon wieder vor der roten Tür, Kahn. Ich weiß auch nicht. Ja, und ich bin tot, danke. Ich darf jetzt wieder alle Schlüssel von vorne sammeln. Ja, ich auch. Ich hatte sie auch geholt, weil ich den roten Schlüssel nicht hatte und dort nicht durch konnte. Hervorragend. Vielen Dank, liebe Mausi-Maus. Ah, mach das gleich mal wieder zu hier. Ah, verdammt! Oh nein, Kahn, wie machen wir das jetzt? Ah, die ist wieder weg, okay. Ah, Mann, Danja, oh, was machst du denn, Mann? Ist das schlimm, ey? Warum bringst du sie auch hier hin? Ich hab zugemacht. Ja, aber ich wollte ja auch wieder durch. Ja, aber da kommen wir ja niemals da raus, Kahn. Das steckt mir einfach für immer hier fest. Och, Danja, jetzt habe ich sie zugemacht, die Tür. Ich schwör's dir, du bist so schlimm. Ehrlich, verschwinde einfach. Wir müssen jetzt, glaube ich, einfach ein bisschen warten, bis sie mal weggeht, die Maus. Alter, nee, hier ist doch schon wieder Sackgasse. Ich finde aber jedes Mal das rote Türchen, wenn ich keinen roten Schlüssel habe, dann finde ich die wirklich immer. 100% Trefferquote. Ah! Au! Oh, blöde Maus! Ah! Ich habe das Gefühl, es wird langsam ein bisschen bitter. Ja, ich glaube, wir schaffen das auch nicht, habe ich das Gefühl. Die kann mich nicht eine Sekunde in Ruhe lassen, ne? Ja, und schön in die Sackgasse, freut mich. Ich darf wieder von vorne starten. Yay. Macht richtig Spaß, das Spiel. Alter, das ist aber halt auch so bodenlos, weil man kommt an der halt auch nicht vorbei an gewissen Punkten. Bei der blauen Tür und bei der roten Tür kommst du einfach nicht an dieser Maus vorbei. Atmen und weiter. Atmen. Ja, und ich bin wieder an dieser Tür. Wie oft ich an dieser Tür jetzt vorbeigelaufen. Und die werde ich später wahrscheinlich wieder nicht finden. Welche? Diese Tür für Countdown wahrscheinlich. Ich werde jetzt gleich, finde ich, die rote Tür, aber dann ist die ganze Zeit die Maus hinter mir her. Ich meine, wenn du die rote Tür hast, ist ja erstmal nicht schlecht. Ja, habe ich aber mit nicht. Mit der roten Tür kannst du ja schon wieder da. Sie ist schon wieder da. Ehrlich, das ist... Und du läufst hier einfach ganz alleine die ganze Zeit rum. Nee, das stimmt nicht. Ich bin jetzt schon 6-mal gestorben oder wie oft auch immer. Ja, aber die Maus ist nur bei mir, Danja. Komm, das ist doch...
Ja, weil sie mich halt immer kriegt. So. Oh, jetzt höre ich die schon wieder. Mein Auge fängt an zu zucken. Keine Sorge, sie ist bei mir dann. Ja, sie ist wieder bei mir natürlich. Also mein Auge zuckt schon vor dem ganzen, Stress mit dieser Maus. Ja, und ich bin hier in der sicheren Zone. Und sie ist natürlich mit reingekommen. Finde ich schön. Ja, immer. Und ich kriege die Tür nicht mehr auf. Klasse. Ja, und ich bin wieder tot. Ey, Daniel, ich komm. Ey, ehrlich, ich... Ist das nicht ein spaßiges Spiel? Wow. Ich hätte es nicht sagen sollen. Kaum sage ich, ist das nicht ein spaßiges Spiel, kommt dieses blöde Vieh schon wieder um die Ecke. Also ich habe bisher nur einmal die rote Tür gesehen. Und ich weiß auch nicht, wie ich wäre halt auch einfach gerne so ein bisschen was schneller, ne? So ein ganz kleines bisschen schneller. Boah, ich laufe die ganze Zeit an dieser 8 von 12 Tür, also an dieser so und so viel von 12 Tür vorbei. Ich die ganze Zeit. Hä? Und später findet man sie wieder nicht. Ja, wirklich. Ich laufe auch gefühlt die ganze Zeit im Kreis. Dabei ist ja alles, was ich will, zu einem der Orte zu kommen, wo ich jetzt gerade was reißen kann. Das einfach nur einer davon. Das kannst du schön vergessen. Das ist hier nicht okay, möglich. Ich habe die blaue Tür zumindest mal gefunden. Üff, das ist ja schon mal was. Aha. Okay. Ich finde gar keine Türen mehr. Das ist komisch. Ich finde gar keine Tür mehr. Okay, ich bin hier jetzt gerade nur ein bisschen was weitergekommen. Bin jetzt mal durch die blaue Tür und kann jetzt hier so ein... Khan? Was? Bist du gerade zufällig? Nee, bist du wahrscheinlich gerade nicht. Okay, alles gut. Doch, beim Countdown bin ich jetzt hier, bei der Tür. Ganz am Anfang? Nein. Ja, weil da hätte ich jetzt gerade für dich drücken können. Für was? Ja, weil es gibt hier zwei solche Türen. Eine ist im Prinzip für ganz am Anfang und da bekommt man dann noch ein Stück Käse. Dafür ist der blaue Schlüssel. So, okay. Okay, hier ist wieder diese 8 von 12, natürlich. War hier nicht irgendwo der rote Schlüssel? Einmal durch die rote Tür. Also ich komme jetzt mal zumindest weiter, habe ich das Gefühl. Ach ja, jetzt muss ich hier... Das ist ja schon wieder so ein Rätsel. Okay. 1, 2, 9, 1, 2, 9, 1, 2, 9, 7, 1, 2, 9, 7, 3, 1, 2, 9, 7, 3, 4, 1, 2, 9, 7, 3. Ich habe die grüne Tür gefunden. Ich bin durch grün jetzt gegangen. 1, 2, 9, 7, 3, 4. Was ist das denn hier bei der grünen Tür, bitte? 10 Stück Käse von 12. Was? Maus-Jumpscares. Ja, jetzt bin ich... Ich hänge fest. Toll, jetzt hänge ich in so einem Schrank fest. Ja, doch nicht. Du hängst in einem Schrank fest? Aber ich habe meine Schlüssel noch. So, okay. Jetzt kann ich hier den grünen Schlüssel holen. Okay, ich habe den grünen Schlüssel. Ich habe die rote Tür gefunden. Ich habe die rote Tür gefunden, oh mein Gott. Mit dem roten Schlüssel. Okay, wie lautet der Code dann, ja? Muss ich folgen, was hier steht? Zuerst 1 und so? Ja, genau. Einfach genau so, wie es da steht. Ich habe es schon wieder vergessen. Wo war denn jetzt diese blöde grüne Tür nochmal? Die ist versteckt bei... Die ist versteckt, ja, bei der Treppe da. Da brauchst du auch ein Brett. Jetzt bist du auch in diesem Raum wieder. Ich bin hier nochmal lang gekommen. Hä? Wie falsch? Zuerst 1. Sekunde 2. Ich träume von dieser Maus. Keine schönen Träume werden das. Okay, weißt du, was ich auch richtig schlimm finde? Ja, was denn? Man weiß irgendwie immer gar nicht so, aus welcher Richtung kommt sie denn jetzt angerannt. Warum ist sie jetzt auf einmal durch mich gerannt, die Maus? Das war komisch. Ich muss jetzt noch einmal zu dieser Treppe dann, ja. Wo ist die Treppe? Ja, die müssen wir nur erstmal finden, diese Treppe. Die war relativ am Anfang. Ja. Aber ich muss den Anfang dafür auch erstmal wieder finden. Das werde ich safe nicht schaffen. Warum kann die immer Schleichwege gehen? Ich verstehe das nicht.
Warum weiß diese blöde Maus immer, wo sie hin muss? Man findet halt immer exakt das, was man gerade braucht, gar nicht, ne? Nein. Latsch halt 60 Mal an dem, an allem anderen vorbei, so, aber... Ja, jetzt finde ich die ganze Zeit die gelbe Tür zum Beispiel, die ich vorher gar nicht gefunden habe, und die rote Tür. Kann doch nicht sein. Ich hab's, oh mein Gott, ich hab's. Oh, endlich. Ey, wenn ich jetzt noch einmal an dieser Tür, ne? Und ich weiß auch einfach, sobald ich diese Tür dann brauche, komme ich da einfach nicht mehr lang. Ach so, das ist hier oben. Ah, dann ja, bei grün musst du, wenn du den grünen Schlüssel hast, wenn du den Eingang gefunden hast. Ich höre dich gerade gar nicht, weil diese komische Maus ja, gerade so extrem laut ist. Okay, 10 von 12. Okay. Hast du sie gefunden? Das war gut, ja. Ah, okay, das ist diese Tür. Oh, ey. Ich könnte es jetzt aber wahrscheinlich überhaupt nicht beschreiben, wo... Nein. Aber, hä, wie geht's denn jetzt weiter? Wo hast du den blauen Schlüssel denn gefunden? Der ist, wenn du diese Treppe hochgehst, dann mit dem Brett darüber, der ist dann so hinter... Wie sagt man das? Hinter solchen Kisten, hinter solchen Metallkisten steht der. Aber nicht da, wo der Code ist. Also nicht bei dem da, roten. Wo die grüne Tür auch ist. Okay, ja, bis ich das jetzt wieder finde, dauert das natürlich auch 10 Jahre. Ja, dann ja, also ich habe das Gefühl, also ich glaube nicht, dass wir das schaffen werden. Natürlich schaffen wir das, was erzählst du hier? Also ich habe auch ehrlicherweise keine Lust, hier 2 Stunden dran zu sitzen. Wir sind doch fast fertig. Wo fast fertig, Mann? Wir laufen, seit einer halben Stunde laufen wir die ganze Zeit im Kreis. Ja, ein Käsekreis. Okay, ich habe es hier nach oben. Oh, ich habe das Ding nach oben endlich wieder gefunden und... Hier ist jetzt die grüne Tür. Ja, das habe ich ja auch schon geschafft. Ja, das freut mich doch. Wenn du es dann geschafft hast, dann ist da auch der blaue Schlüssel. Ja, aber habe ich dich gesehen. Ah, ja, hier musste ich ja wegrennen jetzt. Run, 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 run. Nein! Wie kann man nur so bescheuert sein? Muss ich das nochmal machen? Ich krieg einen Ausraster. Ich weiß doch nicht, wie bin ich denn jetzt da hingekommen? Ich war auch schon wieder an dieser Tür vorbei. Ich krieg die Krise, ey. Die Leiter hochgehst, dann gehst du da über dieses Brett drüber. Und dann gehst du ja zu der grünen Tür. Und bevor du abbiegst zu der grünen Tür, stehen da so Metallkästen und da dahinter liegt der blaue Schlüssel. Ja, okay, alles klar. Gut, hab ich. Oh, ich laufe jetzt schon das dritte Mal an dieser 10 von 12 Tür vorbei. Nein, wie kann man denn schon wieder dort? Ich. Ja, genau dann, ja. Kann das alles genau. Nicht mehr. Genau. Kann das alles nicht mehr. Ich denke immer gerade, okay. Warum kommt denn jetzt die blöde Maus hier rein? Ich denke gerade immer, ja. Einen Nervenzusammenbruch krieg ich! Nein! Was? Ich hab dich gar nicht gehört, du schreist viel zu laut. Ich hab gar nichts gehört. Dann, ich weiß auch nicht mehr, ob du noch da bist überhaupt. Ja, ich glaube, Danja ist nicht mehr da. Ja. Ich bin noch da. Guck mal, ich habe bei diesem blöden Level mit dem, wo man so wegrennen muss vor der Maus, ne? Ja. Habe ich verloren. Ja, okay. Aber die Schlüssel, die müsstest du doch noch haben. Hä? Die müsstest du doch noch haben, die Schlüssel. Ja, hätte ich auch noch. Aber die Maus war vorne dann. Die Maus war dann vorne und hat mich natürlich gekriegt. Deshalb habe ich jetzt den grünen Schlüssel nicht mehr. Aber ich frage mich auch, wenn ich den blauen Schlüssel habe, was mache ich dann damit? Da ist eine blaue Tür. Ja, aber wo? Die ist unten im Labyrinth. Ja, ich habe die bisher kein einziges Mal gesehen. Okay, ich habe immerhin den grünen Schlüssel wiedergefunden. Hi Khan, ich sehe dich da rennen. Ich schwöre, ich habe keine Lust mehr. Ich laufe die ganze Zeit in diesem Labyrinth. Ein tolles Spiel. Ich bin so glücklich, das zu spielen. So glücklich. Okay, dann ich geb der Sache jetzt noch 3 Minuten. Entweder ich finde jetzt was oder ich lasse es sein. Ehrlich, ich habe auch keine Lust mehr, die ganze Zeit so dumm rumzulaufen. Warum ist die aber so? Wenn ich es irgendwie wieder zu der Anfangszone schaffen könnte, weil vom Anfang weiß ich zumindest, wie ich wieder da hochkomme. Okay, ich bin jetzt zumindest wieder bei der... Kann ich hier nicht irgendwie drauf? Könnte ich da durch? Okay, so, ich bin jetzt hier am Anfang wieder. Ja, ich frage mich, ob es Leute gibt, die das speedrunnen. Stimmt. Ja. Ja, natürlich. Danke. Ich hab's gerade auch gehört. Alles klar. Das war's für mich.
Ich würde eigentlich ganz gerne dieses Ding noch schaffen. Ja, dann viel Spaß, dann mach das mal alleine. Ich schaff das auch, ich glaub da dran. Wir sehen uns in 2 Stunden dann wieder. Nein, so viel ist es ja gar nicht mehr. Ja, aber du, Danja, ja? Jetzt habe ich das mal hier gefunden, so. Ich höre nicht, was du sagst, Karl. Ja, warte, ich habe den blauen Schlüssel jetzt gefunden, warte. Nochmal hier durch, muss ich nicht. Das heißt, ich kann nochmal hier lang. Ja, jetzt die Frage, wo ist der blaue Raum? Der ist halt, also der ist ziemlich verwinkelt versteckt tatsächlich. Ja, so dass hier alles nicht so verwinkelt wäre. Ah, oh mein Gott, ich habe den blauen Raum gefunden. Sehr gut. So Käsestangen. Ich suche jetzt halt echt den Anfang wieder. Oh, hier, okay, ich habe. Oh, Danja, bist du beim Anfang? Nein, ich bin jetzt. Oder lass dich mal erwischen. Lass dich mal erwischen, weil ich kann dann aktivieren. Ja, das dahinter habe ich schon geholt. Alles gut. Das habe ich schon, das Käsestück. Ich muss jetzt hier dieses Weglaufen-Ding machen. Oh, sie ist hinter mir. Und ich darf jetzt keine Panik bekommen, weil sonst falle ich nämlich wieder da rein. Okay, 29 Sekunden, aber ich habe keine Ahnung, wohin ich laufen muss. Nein, wie kann das sein, dass ich jedes Mal bei dieser Stelle da reinplumpse? Okay, wo muss ich hin? Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin, Mann? 30 Sekunden Zeit, ja, wohin zu laufen? Oh, habe ich's? Boah. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Dann, ich habe es geschafft. Wirklich? Ich hab 12 von 12, aber ich komme hier nicht raus! Jetzt bin ich hier eingesperrt! Wo bist du eingesperrt? Ja, da, wo man den Countdown aktivieren muss, vom Anfang. Du bist jetzt eingesperrt? Ja, ich schwöre, ich bin eingesperrt, ich komme hier nicht mehr raus. Kannst du den aktivieren irgendwie? Boah, das war doch bei Blau, oder? Ja, nein, das ist direkt am Anfang. Lass dich einfach erwischen, direkt am Anfang da. Okay, warte kurz. Ich mach kurz dieses grüne Ding nochmal und dann hole ich dich da raus, okay? Ja, super. Richtig gut. Also ich muss es auch jetzt machen. Aber jetzt habe ich diesen Schlüssel noch in der Hand. Das kann ich ja gerade gar nicht brauchen. Okay. Nein, hat die mich jetzt... Oh, okay. Hä? Aber jetzt hat die mich erwischt, oder was? Und ich habe das Käsestück nicht. Oh, danke. Raus? Ja, danke. So, ich bin jetzt so oft an dieser Tür vorbeigelaufen. Ich wette, jetzt finde ich sie nicht. Ich krieg gleich einen Heulkrank. Ich glaube nämlich, ich habe den Käse da jetzt nicht bekommen, weil ich so langsam draufgeklickt habe. Ich bin raus. Oh mein Gott, ich bin raus. Ich bin raus. Irgendwie hier. Warte mal, wo war das? Hier durch, nicht hier durch. Okay, das ist so eine Art Aufzug oder so. Oder Lastenaufzug. Keine Ahnung. One more time. Oh, Danja, ich hab's geschafft. Sehr gut. Komplett alles? Ja, Kapitel 2 habe ich jetzt durch. Boah, sehr gut, Kahn. Kannst du froh sein, dass ich so gut bin? Ja, und ich bin in einer schönen Stadt. Das sieht richtig schön aus. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das... Ja. Okay, ich habe jetzt 11 von 12 Käsen. Ich weiß gar nicht, wo der letzte Käse jetzt ist. Was ist denn der letzte Käse? Ja, das war Kapitel 2. Ja, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir Kapitel 3 auch noch spielen sollen. Ich glaube, ich kann Kapitel 3 schon spielen, weil ich habe Kapitel 2 ja schon mal beendet. Aber wir werden das herausfinden, Leute. Ja, freue ich mich richtig. Ich mich auch. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, wo jetzt der letzte Käse ist, den ich hier noch nicht habe anscheinend. Aber weißt du noch welcher? War das der Knopf, der ganz am Anfang ist? Ja, gell? Ich glaube, nein, also das ist der ganz am Anfang. Und dann gehst du zu diesem Raum und da ist dann das letzte Käsestück, glaube ich. Ah, hier, ich hab's auch gefunden, okay. Okay, ich hab's. Jetzt darf ich mich in die einsperren lassen. Okay, ich hab's jetzt auch. Ich hab's jetzt auch. Ich hab das letzte Stück. Jetzt muss ich nur diese Tür finden zum Entkommen. Oh, okay. Okay, ich hab die Tür gefunden. Jetzt geht's hier raus. Oh, okay, ich hab's auch geschafft. Ich komme jetzt auch raus aus dem Käsegefängnis. Leute, Chapter 3, schauen wir mal, was wird. Ciao, Kakao. Kahn, bist du bereit? Weiß nicht, ob ich bereit bin. Ich auch nicht. Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Kahn und ich sind heute bei Chapter 3 von... Oh, Cheese Escape, geht schon mal richtig gut los hier. Wir versuchen, vor der Maus zu entkommen aus ihrem gruseligen Käselabyrinth. Chapter 1 und 2 haben wir schon geschafft und jetzt ist es Zeit für Chapter 3.
3. Ich glaube, es ist diesmal vielleicht kein Käse. Nein, es ist kein Käselabyrinth. Diesmal ist es wirklich ein Gefängnis oder ein Labor. Oha. Vielleicht ist es auch eine arme Maus. Vielleicht wurde die. Ja, ich glaube auch, dass da irgendwas gemacht wurde. Ah, guck, man braucht jetzt Karten und so. Oder Keycard. Alter, die ist auch schneller. Die ist schneller. Du kannst von der nicht mehr einfach nur wegrennen, ne? Okay. Die Maus hat jetzt richtig Geschwindigkeit. Aber man kann sich. Ah, man kann sich auch verstecken im Spind, aber auch nicht in jedem. Ich glaube, in denen, die zu sind oder so. Okay, also ich konnte jetzt irgendwie da nicht reingehen in den Spind. Ja, wie gesagt, nur in den großen Spind kann man rein. Diesen kleinen nicht. Da ist eventuell Käse drin. Yes. Oh, diese Maus. Ich kann nicht mehr. Das geht schon gut los. Das geht schon richtig stark los bei mir. Hast du schon irgendwas gefunden, Kahn? Ja. Hä? Ja, toll. Man kann sich gar nicht verstecken, wenn man einmal entdeckt wurde. Was ist das denn? Wie jetzt? Dann kann man doch nicht mehr im Spind bleiben. Nein. Warte mal, was ist, wenn ich hier reingehe? Oh, Mann. Okay, ich habe schon 3 Stück Käse gefunden. Wie soll man denn dann vor dieser Maus entkommen? Ja, verstehe ich auch nicht. Alter, und hier sind richtig, richtig viele so Schlüsselkarten. Habe ich aber noch keine gefunden. Also ich habe bisher nur Käse gefunden. Käse. Oh! Cheese. Jeez. Can't hide when you're spotted. Was ist denn dann der Sinn des Versteckens? Soll ich die ganze Zeit in dem blöden Ding bleiben? Ja, also Kahn, ich rieche, das wird hier eine ganz, ganz unbequeme Runde. Ja, als ob Kapitel 1 und Kapitel 2 voll bequem waren. Das Problem ist, ich kann mich nicht verstecken. Die Maus sieht mich. Ich kann nirgends hin, ohne dass sie mich fängt. Wie soll das denn bitte gehen? Also ich hab jetzt auf jeden Fall eine Frage. Ich hoffe, die ganzen Keycards und so, die behält man auch, wenn man von der Maus erwischt wird. Weil alles andere wäre ziemlich fies. Ja, mein Problem ist halt, man kann vor der Maus nicht wegrennen. Man kann nicht sprinten und gar nichts. Man kann ja nicht mal was kaufen, um schneller zu sein. Könnt ihr jetzt nicht mal pay to winnen? Ja, danke, Danja, dass du die Maus hier bringst. Entschuldigung. Ja, und ich wurde erwischt. Ja, also Kapitel 3 ist echt heavy. Okay, hier ist irgendwas mit einem Zahlencode, aber... Ja, wir haben ja noch gar keinen Code. Und halt auch überall Sackgassen, ne? Ey, ich kann das nicht. Ich weiß nicht, ob wir hier rauskommen jemals. Weil ich auch noch nicht mal so richtig weiß. Okay, da drin liegt auf jeden Fall Käse. Käse? Käse. Oh, hier ist ein Code. Oha, hast du was gefunden? 1734. Warte. Oh, das ist der Code? Ich weiß es nicht, ich hoffe. Ja, wahrscheinlich 1734. Oder, ja, toll, jetzt kann ich schon... Ja, komm, erwisch mich. 1, 7, 3, 4. Also entweder ist es eine Kombination daraus oder von wieder andersrum. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur echt nicht, wie ich diese Maus abschütteln soll. Völlig unmöglich. Also ein bisschen langsamer kann man die ja durchaus machen. Zumindest so, dass die einen halt nicht bekommt. Doch, ist richtig. Ist richtig. Okay, da gibt es die blaue Karte. Es gibt auch Käse. Ich habe die blaue Keycard. Ich habe auch den blauen Raum schon gefunden. Der war hier vorne direkt. Ja, danke. Ah doch, die kann durch diese da, wo Pflanzen davor sind, da kann sie nicht durch dann, ja. Ich hoffe mal, in den Raum kommt sie jetzt auch nicht rein. Okay, hier ist es ziemlich dunkel. Viel zu schwer, das Spiel. Viel zu schwer. Das Problem ist, die Pflanzen in dem Loch bringen halt nur, was für Taupflanzen im Loch sind. Okay, ich brauche ein Board hier. Passiert hier was? Nein, da sterbe ich wieder. Alles klar. Hast du schon ein Brett gefunden, zufällig? Kann, ich konnte noch nicht mal den Code eingeben. Die Maus holt mich halt ständig. Aber guck mal, die Keycards, die behält man, wenn man stirbt. Das muss ich auch echt sagen, ist das absolute Minimum bei dem Schwierigkeitsgrad hier. Am Ende braucht man die einfach nicht. Doch, doch, die brauchst du schon. Ich hab doch... Mann, lass mich doch in Ruhe! Die ist viel zu schnell, die Maus. Ich hab das Gefühl, die hat nochmal Energy Drinks oder so intus. Okay, 1734. Jetzt habe ich auch zumindest mal die blaue Karte. Ey, aber diese Maus, ehrlich, die kann mich auch mal in Ruhe lassen. Okay. Blaue Karte und ein Käse. Der erste Käse ist gefunden. Okay, ich habe einen Computerschlüssel. Aber für welchen Computer ist der? Okay, ich glaube, die blaue Karte, die brauchte man ja relativ am Anfang da, ne? Die sind sogar 2 Türen. Also es kann sein, dass du die für mehrere Türen brauchst. So, wo war der Computer jetzt? Ich hatte doch einen Computer gesehen. Ah ja, hier konnte ich das direkt wieder zumachen. Kein Bock, dass die Maus hier hinterherkommt. Ja, ich hoffe, ich kann den Schlüssel behalten. Ja, natürlich. Und den Schlüssel, den verliert man, klar. Okay, erste Tür. Endlich. Huch!
Jetzt bin ich hier direkt irgendwo reingefallen, okay. Ja, ja, da fällt man direkt durch, da braucht man so ein Brett für. I want to Kai. Okay, den Schlüssel findet man aber relativ schnell wieder. Okay, aber ansonsten gibt es in diesem einen blauen Raum hier noch nichts. Nein, in dem nicht. Es gibt noch einen anderen blauen Raum. Da kannst du so einen Computerschlüssel finden. Ja, und ich hasse es. Ich such mal den anderen. Ich habe das Gefühl, die Maus ist auch wieder nur bei mir und nicht bei dir. Nein, don't worry. Und die ist immer in der Mitte. Immer ist sie da, wo man gerade hin muss. Ja, das ist wirklich so. Die weiß genau, wo man, welche Aufgabe man als nächstes irgendwie machen muss. Und dann kommt die genau dahin. Ja, jetzt toll. Ey, ich schwör's dir. Mann! Das ist so frustrierend. Frustrierend ist was anderes. Es macht einfach so keinen Spaß, weil es viel zu schwer ist. Es ist absolut bodenlos schwer. Muss man erstmal die andere blaue Tür finden. Ja, die ist eigentlich relativ. Da musst du einfach vom Anfang links da in diesen Raum, wo. Also dieser offene Raum ist das. Also links, dann rechts und dann wieder links. Ja, und ich. Das ist so sinnlos, dass man sich nicht verstecken kann, wenn man schon gesehen wird. Oder? Das ist voll sinnlos. Keine Ahnung, wozu das dann überhaupt geht. Die ist doch sowieso. Die ist doch sowieso voll schnell. Und die ist die ganze Zeit bei mir. Nee, ich habe sie gerade abgelenkt hier. Och. Aber hier kann sie gleich nicht durch. Ich finde immer noch diesen blauen anderen Raum nicht. Ich finde nur den einen. Und echt die ganze Zeit nur den Raum. Aber der bringt mir ja irgendwie gar nichts. Hast gesagt, am Anfang gleich links. Das ist ja links. Hier ist der Computer, okay. Und dann, wo dieser offene Raum ist. Ah, hier liegt auch ein Käse. Ich muss sagen, den Käse sehe ich hier. Da kann ich mich gerade noch gar nicht mit befassen. Oh. Okay, jetzt habe ich hier einen Computerschlüssel. Ja, da musst du wieder zurück auf jeden Fall. Aber ich habe das Gefühl, da kommt man gar nicht hin, weil immer die Maus da ist. Immer. Ich würde ja sagen, wir lenken sie einfach so abwechselnd ab. Aber das bringt ja nichts, weil die einfach so schnell ist. Und ich habe gesehen, in den der hat das so ein bisschen gefixt, ne? Das Spiel. Die war am Anfang noch schneller. Das musst du dir mal geben. Ja, das ist krass. Behält man den Computerschlüssel auch, wenn man stirbt? Nein. Ah, nein, behält man nicht. Man behält ihn natürlich nicht. Mann! Ey. Ich schwöre, ich habe keine Lust mehr. Man behält natürlich nicht den Computerschlüssel, warum auch? Warum sollte man den auch behalten? Guck mal, der Computerschlüssel und der Computer sind gefühlt nur 10 Meter auseinander, aber man kommt einfach nicht dahin. Man kommt nicht hin. Ja, und die Maus ist schon wieder hier. Ja, das ist zu übertrieben, sorry, aber das ist zu übertrieben. Der Schwierigkeitsgrad der Maus ist komplett übertrieben. Einfach zu krass hier in diesem Spiel. Alter, und vor allem, die hat mich noch nicht mal richtig gespottet und ich kann mich schon nicht mehr verstecken. Ja. Ey, das ist wirklich das bodenlos härteste Spiel. Also Piggy Chapter 1 bis 35 sind nicht so schlimm wie das. Guck mal, die Maus ist jetzt die ganze Zeit da vorne, ehrlich, ey. Gott, oh Gott, ich geh mal hier in den Spind. Wenn du gerade hier bist, die kommt safe, sag ich doch. Ja, die kommt auch, die kommt auch. Das hat halt schon einen Grund, dass man sich bei Rainbow Friends zum Beispiel immer direkt verstecken kann. Ey, das ist so sinnlos, ehrlich, jetzt bin ich schon wieder tot. Die hat halt auch keinen Kill-Cooldown, kein gar nichts, ne? Diese Maus, die kennt kein Ende, die kennt nur Whack, 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 Whack. Also sorry, das ist viel zu übertrieben. Also die ist die ganze Zeit in der Mitte, man kommt da ja gar nicht vorbei. Also wie lange... Oh, jetzt habe ich 50 Jahre gewartet in dem Raum, ne? Boah, Alter, niemals werden wir das schaffen können. Das ist nicht möglich. Läufst du einmal bitte lauf mal nach rechts, nimm sie mal einfach mit. Sorry, ich bin jetzt, ja, warte, bin jetzt gerade nach links gelaufen schon. Ich laufe jetzt mal nach rechts, ich versuche sie mal nach rechts zu locken. Ich kann sie aber leider nicht lange beschäftigen. Sag mal, wenn sie hinter dir herläuft. Ich laufe jetzt mal in Richtung rechts, danke. Aber sie ist hier noch nicht bei mir. Weil die halt weiß, wir müssen links Sachen machen. Deshalb kommt die gar nicht erst dahin. Die interessiert das gar nicht, was ich hier rechts mache. Ja, ich war 2 Sekunden am PC. Ich war 2 Sekunden am PC. Dieses blöde Vieh, wirklich. Also ich behaupte auch, dass wir Chapter 3 heute definitiv nicht schaffen werden, Daniel. Das heißt heute. Ich bin mir nicht sicher, ob man das überhaupt schaffen kann.
weiß nicht, ob das möglich ist, dass es irgendjemand jemals irgendwie schaffen kann. Ja, jetzt ist noch mein Bildschirm wieder K.O. Danke. Dein Bildschirm ist verbogen? K.O. Was für verbogen? Sorry, ich habe dich nicht richtig verstanden. Ja, und du hast jetzt natürlich Zeit, das zu machen. Oh mein Gott, okay. Activated. Choose your action. Was? Jetzt muss ich hier noch länger? Sag mal, wie soll das denn bitte gehen? Das geht doch überhaupt nicht. Ey, das ist nicht zu fassen, ne? Man braucht bestimmt, ich glaube, 5 Sekunden oder so braucht man Zeit. Das ist einfach nicht möglich. Das geht nicht. Es geht nicht. Es nervt mich auch langsam, ne? Ja, weil es halt zu oft ist. Es ist zu oft. Es macht uns keinen Spaß, wenn du nicht vorankommst. Ja, und jetzt kommt die Maus auch hier durch. Oh. Es macht überhaupt keinen Spaß, sorry, aber es macht überhaupt keinen Spaß, das Spiel. So, die ersten 2 Kapitel, okay, da sage ich noch so, ja, ey, das wird schwieriger irgendwie. Und dann, ja, verstehe ich alles. Aber man muss auch mal ein Ende kennen mit schwierig. Wow. Oh, komm nicht raus, Kahn. Du musst ja nur in die Mitte gehen und du hörst schon das Lachen. Aber hast du es auch schon aktiviert? Natürlich nicht. Weil die Maus ja die ganze Zeit hier ist. Das Problem ist ja auch, wir laufen ja beide die ganze Zeit hier hin. Das heißt, die ist halt die ganze Zeit hier. Ja, das Problem ist, selbst wenn nicht, die ist halt irgendwie gefühlt trotzdem nur da. Ja, die läuft die ganze Zeit in der Mitte, ich schwöre, die ganze Zeit. Alter, das kommt mir gerade vor wie die längsten Sekunden meines Lebens. Oha, oha, oha. Okay. The doors are opened. Irgendwas habe ich aufgemacht gerade. Weiß aber nicht was. Okay. Das wahrscheinlich nicht. Welche Doors sind jetzt opened? Sind das die roten Doors? Mm-mm. Welche Doors? Also irgendwelche Türen habe ich gerade aufgemacht. Ja, es gab Türen, die hatten keine Farbe sozusagen. Die waren einfach nur grau. Das können die sein vielleicht. Okay. Weil da braucht man Keykarten, sagt er. Hier ist die Maus schon wieder. Ich kann das alles nicht mehr. Vorsicht! Okay, ja, nimm sie mit. Nimm sie. Jetzt ist sie hinter mir her. Klasse. Boah, wie lange dauert das denn? Bodenlos, oder? Dieses E zu drücken. Du musst sie quasi am Anfang auf die andere Seite locken, damit die dann den kompletten Weg theoretisch rumlaufen muss. Also du musst einmal die dahin locken und dann, ja. Ich warte gerade. Okay, pass auf, sie ist oft dahin. Ich glaube, die Türen waren hier irgendwo dann, ja, auf der linken Seite. Ja, die Türen, aber die sind nicht auf. Nee, die sind nicht auf. Ich habe keine Ahnung, welche Türen. Ja. Bin mir sicher, mein Kumpel, die Maus, weiß es. Mir wäre es ja auch schon recht, wenn ich dieses Brett mal finden würde oder sowas. Das ist zu schwer. Ich fühle mich, als würde ich, keine Ahnung, Dark Souls oder Elden Ring spielen. Diese Maus sind absolut unkämpfbarer Gegner. Ja, wir haben ja, bei Elden Ring und so hast du ja zumindest eine Waffe, mit der du dich abwehren kannst oder versuchst. Ja, kannst du zumindest wehren. Aber es macht mich ähnlich aggressiv, meine ich. Ja, die ist viel zu schnell. Sorry, aber die ist viel zu schnell. Es tut mir leid, aber diese Maus ist deutlich zu schnell. Die Maus ist, ich weiß nicht. Hast du die Türen schon gefunden? Nee, keine Ahnung, was die gemeint haben. Die Türen sind jetzt offen. Weil die roten Türen kann man damit nicht aufmachen. Dafür braucht man Keycards. Hier hinten ist auch nichts auf, ne? Nein, hier ist auch nichts auf. Mausi. Nee, ich weiß auch gar nicht. Also, man kann ja auch nicht lange genug gucken. Vorsicht, da ist die Maus. Ja, vielleicht hier rum, ne? Also hier könnte sein, dass hier was ist. Warte, lass dich mal kurz hier hinlocken. Daniel, lass dich mal kurz hier hinlocken. Warte, wo soll ich sie hinlaufen lassen? Ja, hier. Dass wir hier rechts mal machen können. Ja, hier ist eine Tür offen, glaube ich. Ja, hier hat sich eine Tür geöffnet. Wo? Nach rechts musst du. Okay, wir brauchen eine Axt. Okay, wir brauchen eine Axt, dann ja. Zwischendurch muss man sich natürlich auch von der Maus erwischen lassen. Leute, hat jemand, jetzt mal ganz ehrlich, hat jemand von euch schon mal Chapter 3 geschafft? Jetzt mal ganz ehrlich, real talk. Nee. Ich verliere gerade echt so richtig meinen... Ich frage mich, wo es hier eine Axt gibt, dass wir... Ich verliere so richtig meine Passion for Fashion, ey. Eine Axt. Es ist halt auch ein unheimlich dunkles Spiel, also... Ja, man... Also man sieht da nicht so gut.
Selbst der gelbe Käse, der springt einem dann nicht so gut ins Auge. Und die Türen, dass sie sich öffnen, dauert auch immer so lange. Es ist fabelhaft. Es dauert übelst lange, ne? Dass die nicht einfach aufgehen, wenn man da was in der Hand hat. Das stresst mich. Das stresst mich alles. Das ganze Ding stresst mich. Einfach Stress. Ich habe das Gefühl, hier könnte vielleicht Vielleicht noch ist in irgendeinem Spind. Oder da in dem Raum von dem Code ist da vielleicht. Das muss ja irgendwo in dem Ah, ich habe ein Brett. Ich habe das Brett. Oh mein Gott, ich habe das Brett gefunden, Kahn. Das war in einem Spind dort. Ja, aber wir brauchen doch kein Brett. Doch, ganz am Anfang für den blauen Raum. Ach so, ja, okay. Ah ja, stimmt. Also ich brauche eine Axt. Boah, Alter, wenn ich das jetzt immerhin mal weiterkomme, ne? Okay. So, und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht dort dann auch die Axt ist. Ah ja, das kann natürlich sein, stimmt, ja. Versuch mal, da kannst du einfach sterben, weil der Raum ist ja direkt am Anfang links. Ja. Ja, ich bin da, ich bin schon da. Okay, hier bekommt man die orangene Karte. Okay, das ist gut. Mit der orangenen Karte kann man dann ja auf jeden Fall einen Haufen Räume. Ja, oh, ja, toll. Ich kann da gar nicht, ich kann auf dein Brett nicht drauf. Kannst du nicht auf meins, ja, musst du selber holen. Das ist da, wo du reingegangen bist, wo sich diese Tür geöffnet hat. Und da ist das in einem Spind. Okay, alles klar. So, jetzt versuchen wir mal, die orangenen Räume abzuklappern. Und uns dabei möglichst nicht erwischen zu lassen. Wuhu! Unmöglich, das ist Mission Impossible. Das ist wirklich Mission Impossible. Okay, was? Käse. Meine orangene Schlüsselkarte ist weg, Kahn. Ja, aber die kannst du ja am Anfang direkt wiederholen. Das ist ja nicht so schwer. Ja, trotzdem. Warum muss ich die denn überhaupt ständig wiederholen? Das ist doch Quatsch. Stimmt, die blaue Keycard hat man ja auch die ganze Zeit. Immerhin bleibt das Brett da, wo es ist. Das hätte mich jetzt auseinandergenommen. Das hätte mich jetzt richtig auseinandergenommen. Ich glaube, dann hätte ich auch eine böse Bewertung dagelassen bei dem Spiel. Mann, ey, ich warte die ganze Zeit, dass die Maus weg ist und dann steht die direkt vorm Schrank. Immer so. Guck, hier sind auch verschiedene Mäuse. Ja, ja, alles klar. Hier sind auch verschiedene Mäuse noch in diesem ganzen, in diesem Labor. Och nö. Okay. Hä? Ich denke, die kann da nicht durch. Dachte ich auch, aber durch einen kommt sie auf jeden Fall durch. Ey, das kann's doch einfach nicht sein jetzt. Okay. Lass mich hier rein. Tür zu. Lass mich in Ruhe. Ich brauch irgendeinen Schlüssel, um einen Safe aufzumachen. Wo soll ich denn jetzt einen Schlüssel herbekommen, um einen Safe aufzumachen? Kann das alles nicht mehr. Das ist alles viel zu schwer. Okay, na super. Also ich habe den orangenen Dings, aber der bringt mir gar nichts, weil ich brauche irgendeinen Schlüssel für einen Safe. Und einen anderen Schlüssel haben wir aber nicht gefunden. Nur diesen Computerschlüssel, oder? Ja, ich guck gerade vielleicht hier in diesem Raum mit dem Brett. Vielleicht ist hier noch was. Ja, aber es gibt ja verschiedene orangene Türen dann, ja. Ja, ich habe nur zwei gesehen bisher. Und die gehören beide zum gleichen Raum. Ich glaub, ich weiß auch nicht, wie man das... Also ob wir hier irgendwas übersehen, irgendwas, was man hier hat als Vorteil oder so, oder ob das hier wirklich einfach so bodenlos gemein ist, dieses Game. Ja, danke. Oh. Man kommt ja irgendwie voran, aber es dauert alles so 8-mal länger. Gut, dass die orangene Karte direkt hier vorne wieder ist und ich jetzt nicht wieder suchen muss. Also, ich finde zumindest, es ist nicht so chaotisch wie das Käselabyrinth. Ich finde, das Labor geht ein bisschen mehr klar. Findest du? Also beim Käselabyrinth wusste ich einfach gar nicht, wo ich bin. Hier kann man sich zumindest ein bisschen zurechtfinden. Wo man ist, ja. Kann sich zumindest orientieren. Ich verstehe, was du meinst. Boah, Alter, wenn ich die schon wieder sehe, ne? Oh. Ich bin mir aber sicher, dass ich noch eine orange Tür gesehen habe. Und zwar hier auf der linken Seite. Ja, da ist die orange Tür. Die ist ganz links beim Code da dann ja ist noch. Ja, aber ich glaube, das ist... Der gleiche Raum. The door open. 100 Sekunden, 99 Sekunden. Ich glaube, nein, das ist nicht das gleiche dann, ja. Ah, okay, dann ist ein anderer, ja. Ich glaube, jetzt ist da hinten dieses eine Tor auf. Für 100 Sekunden, also ein bisschen länger.
da hinten. Sag doch was! Okay, ich hab. Was habe ich gefunden? Irgendwas habe ich gefunden. Ein Schlüssel oder eine Axt? Werkzeugkasten. Werkzeug ist doch gut. Wir sind aber. Werkzeug ist top. Oh, ich hab die Axt. Axt, oder? Und hier ist eine Leiter, wo man hoch kann. Meinst du, du könntest mir vielleicht diesen Raum zeigen? Der ist hinten dann, ja, ganz hinten rechts. Das ist auch ein Käsestück. Also ich muss quasi rechts lang, ganz vom Anfang? Nee, ganz links, sorry, ganz links hinten. Links und dann möglichst hinten links hinkommen. Ja, hier. Hier, bei dem Grün. Hier, durch die Dings musst du durch. Ah, oh, hier kommt auch die Maus, aber wir können die Leiter hoch. Ja. Ey, das ist wirklich so bodenlos. Das ist einfach bodenlos. Wenn die ein bisschen langsamer wäre. Ich frage mich halt, wozu dieser Werkzeugkasten da ist. Na, ist da vielleicht einfach die Axt drin? Ja, warte mal, hier ist noch ein bisschen was. Warte. Okay, ich glaube, ich kann auch hier raus. Ah, ich verstehe. Man kann auch hier raus. Ja, natürlich! Und direkt zur Maus! Ist das dein Ernst? Ich gehe raus und da ist direkt die Maus. Aber direkt. Natürlich. Ist sie immer. Aber wirklich, spring da runter und wer ist da? Natürlich die Maus. Natürlich. Fabelhaft. Vorsicht, die ist hier. Fabelhaft. Ich hasse dieses Spiel. Also Chapter 3 ist wirklich schrecklich geworden. Ich muss auch sagen, also Chapter 3 ist... Oh. Also zumindest, dass man vielleicht die Maus auch mal irgendwie so betäuben kann oder so für ein paar Sekunden. Ja, irgendetwas, was einem hilft. Weil das ist ja wirklich... Also die Sache ist halt, ne? Okay, schwerer machen, alles okay. Aber... Ja, mach es schwerer, aber dann gib zumindest irgendwas, damit man... Weiß ich nicht, also es ist definitiv zu schwer. Also das Ding ist, ich mache jetzt halt einfach 6-mal das Gleiche. Ja, und es macht auch keinen Spaß, es ist auch keine Herausforderung. Es ist einfach nur, du musst warten. Ja, es ist halt wirklich einfach nur nervig an dem Punkt. Okay, die Türen sind jetzt wieder auf, das heißt, ich kann jetzt... Es ist ja nicht mal 6-mal, ich glaube schon zum 12. Mal oder so, wo ich das Gleiche einfach mache, den gleichen Weg wieder gehen muss, weil das diese Maus halt so schnell ist. Also das Gute ist, mit den Türen und so hat man halt immer mehr Möglichkeiten. Ist die Maus bei dir eigentlich da, Danja? Ja, die ist gerade hier am Anfang. Okay, alles gut, ich muss in den Raum nochmal. Okay, ich habe jetzt nochmal die Axt. Och, Mann. Oh. Es ist so Frust. Es ist Frust pur. Ich sag's dir ehrlich, Kahn, falls wir das schaffen sollten, ne? Das Gefühl, was wir dann haben. Wir schaffen das nicht dann ja. Aber falls! So, ich geh jetzt hier mal kurz rein. Ich habe das Gefühl, hier kommt gleich die Maus irgendwie. Also man kann jetzt natürlich die Türen nutzen, um sich auch zu verstecken. Aber das Problem ist, man weiß halt natürlich nicht, wo die Maus ist die ganze Zeit. Es gibt ja keine Sicherheitscamps und ich sehe die ganze Zeit, es vibriert hier bei mir, es wackelt. Das heißt, die ist die ganze Zeit hier vor der Tür. Bei der orangenen? Nein, bei der blauen. Und es gibt bei weitem viel zu wenig Versteckmöglichkeiten. Viel zu wenig. Das kann halt nicht sein, dass die Maus so schnell ist. Ja, und die ist wieder da. Daniel, nee, komm, ich habe keine Lust mehr. Ehrlich, ich habe keine Lust mehr. Ich versuche es jetzt noch einmal. Zumindest zu dieser orangenen Tür zu kommen. Wir haben noch nicht mal die Hälfte an Käse gefunden. Bodenlos, oder? Und wir sind schon über eine halbe Stunde in diesem Spiel. Es ist wirklich, das ist Absturz. Das ist wirklich kompletter Absturz. Also es macht Spaß, verstehe mich nicht falsch. Es ist sehr herausfordernd. Aber ich finde, an ein, zwei Stellen hätte man auch so ein bisschen... Also ich habe jetzt keine Lust, bei Chapter 3 4 Stunden zu spielen oder so. Bin ich auch ganz ehrlich. Ja, also keine Ahnung. Vielleicht, Kahn, ist es einfacher, wenn man das auf einem öffentlichen Server spielt, weil dann mehr Leute da sind. Ich glaube auch. Vielleicht sollten wir noch einen Versuch starten, dann auf dem öffentlichen Server. Ja, kann schon irgendwie sein. Aber das regt mich halt auch so auf, ne? Eigentlich soll mich doch dieses Graszeugs, was da runterhängt, beschützen. Warum kann die dann da durch? Ja, Leute, also absolut
unmögliches Ding. Es geht einfach nicht. Unfassbar. Chapter 3 bricht uns. Ich glaube, das müssen wir wahrscheinlich auf einem Public Server nochmal probieren. Ja. Und falls ihr Tipps habt, ab in die Kommentare damit. Ciao, Kakao. Tschüss.